knorrig, unbequem, jähzornig, laut, aber trotzdem liebenswert. Charaktere mit Ecken und Kanten lagen Matthias Gnädinger besonders. Die Rolle des Kommissar Hunkeler war ihm wie auf den massiven Leib geschnitten. Er spielte ihn über 6 Filme hinweg. Wie kommen Sie nur auf die Idee, am Tatort neben dem Mordopfer zu rauchen und die Kippe einfach wegzugehen? Und dann köpeln Sie ja noch an die Mauern an. Also, eine halbe Stunde vorher habe ich noch ein paar Stangen getrunken mit dem Hardy und dann hockt oft mal der Mord vor mir, dann ist mir halt schlecht vor. Hunkeler wurde zu seiner Paraderolle. Doch zu dem Zeitpunkt, als der erste Hunkeler-Film im Jahr 2004 ausgestrahlt wurde, dauerte Gnädingers Karriere schon mehrere Jahrzehnte. 1980 spielte er im Flüchtlingsdrama «Das Boot ist voll» von Markus Imhof. Dann kam der Klassiker «Klassenzusammenkunft», der Oscar-prämierte Film «Reise der Hoffnung» von Xavier Koller, «Tatort», «Lithium Blanc» und. Er spielte aber nicht nur im Film, nein, auch auf der Theaterbühne, etwa in Berlin, wo er auf einen anderen Schweizer traf, Bruno Ganz. Insgesamt spielte Gnädinger in 130 Theaterstücken und 70 Filmen mit. Zum Schauspiel kam Matthias Gnädinger durch seinen Onkel. Er hat mich eben immer schon eingesetzt im Dorf, bei den Theater, wo man halt macht im Winter oder auf der Kirchensteige, hat man das große Welttheater gespielt und so. Und er hat dann schon gemerkt, dass ein gewisses Talent da ist und hat dann gemerkt, nach meiner Schriftsetzerlehre, dass mir da irgendwie nicht langt. Und ist dann eines Tages gekommen und hat gesagt, du, ich habe dich dann da angemeldet, da ist am Bühnenstudio Zürich, in 3 Wochen ist Aufnahmeprüfung und dann habe ich halt müssen gehen oder da bin ich dann gegangen, bin dann mal ins Büro gegangen und habe gesagt, du, muss ich heute noch lachen, ich bin der Herr Gnädinger von Ramsan, gesagt. Und der Rellstab, da war der Chef dort, der hat dann gesagt, als ich mich ihm vorgestellt habe, jetzt schauen Sie sich doch mal an im Spiegel, glauben Sie, da könnte ein Schauspieler werden? Und ich gesagt, ja, ich glaube schon, und hast dann auch geschafft. Ja, geschafft hatte er es. Er verzeichnete Erfolge im In- und Ausland, war in der ganzen Schweiz beliebt. In Interviews zeigte er sich bescheiden, redete nicht gerne über sich selbst. Er sei eigentlich ein scheuer Mensch, sagte Matthias Gnädinger. Irgendetwas hat ein Scheuchsein auch mit dem Beruf des Schauspielers zu tun. Ich muss nicht den Text reden, der von mir kommt. Also ich muss nicht eine Intelligenzbeste sein, um zu bestehen, sondern es hat jemand einen Text geschrieben für mich. Irgendjemand, eben ein Regisseur, sagt mir auch noch, wo ich herstehen soll, wenn ich machen soll. Und dann stehe ich auf der Bühne und mache das. Und den Leuten gefällt es vielleicht. Also dann wird man noch gefeiert von den Leuten. Und kommt auch noch Geld über dafür. Also es ist ein idealer Beruf für einen schüchen Mensch. Und den Beruf lebte und liebte er. Am 3. April 2015 starb Matthias Gnädinger im Alter von 74 Jahren an akutem Lungenversagen. Sein letzter Film, «Der große Sommer», erschien ein halbes Jahr später.